müssen einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Ich habe hier Ihren Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemauerte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest. Irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. Keine Ahnung mehr, Mann. Ghetto! Wer sind diese Typen? Ist nur einer, glaube ich. Chlamla! Weiß ja, dass er uns wieder geflint ist.
muss hier sein. Maar zo en ik word er die perfecte tijdstip voor die koelsom op. Bitte, lassen Sie mich raus. Bitte, lassen Sie mich raus. Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Sie sind krank, Sie haben Malaria. Kommen Sie ins Mike's, eine Bar. Da helfe ich Ihnen, an Medikamente zu kommen, okay? Wir müssen getrennt gehen, so sind wir schneller. Sie haben sich gut geschlagen. Vielleicht war ich in meiner Beurteilung etwas vorschnell. Wer gute Arbeit leistet, wird auch bezahlt. Kommen Sie nach hinten zum Pier und ich zahle Sie aus.
Hey, Sie haben es geschafft. Hören Sie zu, die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Lassen Sie sich nie Papiergeld andrehen, damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie in Steinen bezahlt. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten hierher gebracht. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Aber egal, wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Peilsender, auf den Sie Ihren Kompass ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Versuchen Sie es im Mikes, da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Hey, er kommt raus. Hasta luego.